Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mittlerweile total in Weihnachtsstimmung. Ich freue mich so sehr. Und jetzt ist auch so langsam die Zeit gekommen, wo man sich jetzt spätestens schon mal Gedanken gemacht haben sollte über die Geschenke. Vielleicht habt ihr auch schon ganz viel eingekauft und vielleicht fehlt euch noch ein bisschen was, wer weiß. Ich wollte euch jetzt mal ein paar DIY-Ideen zeigen. Einfach nur so kleine Sachen, die man so noch mit dazu schenken kann. Weil ich das immer ganz schön finde, wenn man was schenkt, dass man noch was dabei hat, das irgendwie so selbstgemacht ist, das von Herzen kommt. Und ich finde, das ist so als Dreingabe noch super gut. Und auch wenn ihr zum Beispiel Freunde habt, denen ihr nicht so viel schenkt oder für Kollegen oder so, dann reicht dann nur so ein selbstgemachtes Geschenk auch schon perfekt aus. Und da wollte ich euch ein paar Ideen zeigen und wünsche euch schon mal viel Spaß beim Video. Für mein erstes DIY braucht ihr Glasgefäße, ganz egal was für welche. Dann solche verschiedenen bunten Puschel, Wackelaugen, Pfeifenreiniger und Schokolade zum Befüllen. Und ihr werdet sehen, in diesen ganzen DIYs braucht man immer Heißkleber. Ich warne euch schon mal vor. Ich habe mir zuerst Pfeifenreiniger genommen und zwei etwas längere Stücke und dann nochmal ein paar kürzere Stücke davon abgeschnitten. Das wird nämlich zu einem Rentiergeweih. Ihr müsst dann einfach die kürzeren nehmen und die so drum zwirbeln immer um das längere Stück. Und wenn ihr das mehrmals macht, dann habt ihr irgendwann so eine Konstruktion, die dann so aussehen könnte wie ein Rentiergeweih. Und diese muss man dann auf seinen Glasgefäßen arrangieren und dann einfach mit Heißkleber festkleben. Ich habe die dazu unten immer so ein bisschen umgeknickt und dann hatte ich eine große Fläche, die ich gut bekleben konnte sozusagen. Ich hatte Wackelaugen gefunden, die selbstklebend waren, was ganz praktisch ist. Also konnte ich einfach die Augen aufkleben. Ihr seht schon, das werden Rentiergefäße und nicht einfach nur irgendwelche Rentiere. Denn dafür brauchen wir jetzt diese bunten Puschel. Da nehme ich nur die roten raus, damit das ein Rudolf-Gefäß wird. Na klar, das passt ja super gut zu Weihnachten. Und jetzt kommt auch schon das Herzstück des Ganzen und zwar wird es befüllt. Ihr könnt alles Mögliche nehmen, was ihr möchtet. Ihr könnt auch größere Gefäße nehmen. Ich hatte jetzt nur so kleine, so als Zusatzgeschenk. Aber wenn ihr natürlich größere Gefäße nehmt, könnt ihr auch viel mehr Schokolade reinmachen. Und ich finde, das ist so ein Geschenk, das passt einfach zu jedem, auch wenn man keine Idee hat. Also Schokolade und Rentiere, das könnte jedem gefallen. Und lecker ist es auch. Für das zweite DIY habe ich wieder ein Glasgefäß genommen. Ihr könnt aber auch Marmeladenglas nehmen. Dann zum Beispiel noch Kunstschnee, so ein paar Kunsttannenzweige und Heißkleber. Und habe ich nicht gesagt, das Rentier, was da im Hintergrund liegt, wird leider auch genommen. Ich habe jetzt vom Wegglas diesen Ring abgemacht, weil ganz ehrlich, das hat überhaupt nicht dicht gehalten. Deswegen dachte ich, kommt der mal weg. Und dann habe ich an den Boden meines Gefäßes Heißkleber gemacht, ganz, ganz viel. Und dann den Kunstschnee drüber gegeben und verteilt. Den kann man dann abschöpfen und dann bleibt was unten kleben. Und das sieht dann halt aus wie so eine Schneelandschaft. Und in diese Landschaft hier setze ich dann einfach mein Rentier mit Heißkleber rein. Ihr ahnt schon, was es wird. Es soll nämlich eine Schneekugel werden zum Schütteln. Das mit dem Heißkleber am Boden, das müsst ihr mehrmals immer mal wieder nacheinander probieren, damit irgendwann genug Schnee haften bleibt. Aber so nach einer Weile war es ganz gut. Jetzt habe ich von meinen Tannenzweigen mir einfach so ein paar Stückchen hier abgeschnitten. Die sollen nämlich die Deko dann bilden in der Schneelandschaft. Ich habe dann einfach was genommen und zum Beispiel hinter dem Reh noch befestigt, ein paar größere zum Beispiel und dann noch kleinere abgeschnitten und davor noch gelegt, damit das Ganze so ein bisschen weihnachtlicher und idyllischer einfach aussieht. Jetzt habe ich von meinem letzten DIY doch noch ein paar von diesen weißen Puscheln reingetan, aber es war nur eine spontane Idee. Und jetzt kommt auch schon das Wasser in unsere Schneekugel. Einfach ganz normal befüllen, so weit wie ihr nur könnt, also bis oben hin. Ich finde, es sieht gleich schon so cool aus. Und dann habe ich noch zusätzlich ein bisschen Kunstschnee mit reingetan und dann das Glas verschlossen. Wenn ihr ein Marmeladenglas nehmt, ist das Ganze ein bisschen praktischer, weil dann müsst ihr keine Angst haben, dass es ausläuft. Hier bei meinem Wegglas jetzt habe ich schon beim Schließen gemerkt, dass da was rauskam und deswegen habe ich mir die Heißklebepistole geschnappt und dann nochmal den Rand versiegelt, damit da wirklich beim Schütteln kein Wasser rauskommen kann. Und jetzt habe ich einfach noch für Dekorationszwecke so ein süßes Band, das ich noch hatte, darum gebunden. Aber es war wieder auch eine spontane Idee. Müsst ihr nicht machen. Ich dachte nur, kann man mal. Und so sieht das fertige Glas auch aus. Ich finde, es ist total niedlich. Vor allen Dingen, dieses Reh ist so schön. Ihr könnt alle möglichen Tiere nehmen. Hasen und Elche und alles. Und es funktioniert wirklich gut mit dem Kunstschnee beim Schütteln. Für das nächste DIY braucht man ein Blatt Papier
oder sogar zwei und Tesafilm und Tee, der in einer einzelnen grünen Verpackung kommt. Es ist nicht so einfach, das zu finden im Laden. Dann schaut mal. Es ist wirklich wichtig, dass die einzelnen Beutel einzeln verpackt sind und dass sie auf jeden Fall grün sind. Dann geht man so vor, dass man das Papier zu so einem Kegel formt und dann aneinander klebt. Ich habe letztendlich zwei Stücke genommen, damit das unten einfach eine größere Fläche hatte. Dann konnte ich das so aufschneiden und dann einfach den Kegel hinstellen. Der war noch ein bisschen wackelig, deswegen habe ich, damit der perfekt steht, dann an der Ecke da auch nochmal was abgeschnitten, bis der halt so perfekt abschließt und gerade steht. Das muss man so ein bisschen ausprobieren, aber klappt eigentlich ganz gut. Und jetzt kommen auch schon diese ganzen Teetütchen zum Einsatz. Und zwar schaut man, wie lang die sind. Also man fängt sozusagen unten an und dann klebt man sie einfach mit Heißkleber auf diesen Kegel drauf. Ihr müsst wirklich vorsichtig sein, weil man ist so direkt quasi am Heißkleber dran mit seinen Fingern und kann sich sehr schnell verbrennen. Ab und zu habe ich mich auch ein bisschen verbrannt, aber das ging noch. Und jetzt muss man eigentlich die ganze Zeit einfach nur die Beutel da dran kleben, in regelmäßigen Abständen, so hin und her einfach, ein bisschen versetzt, dass man immer da, wo zwei aufeinandertreffen, einen dann mittig wieder aufklebt und so weiter. Und das macht man so lange, bis man bei der Spitze angekommen ist und das Ganze fertig beklebt hat mit Teebeuteln. Und ihr seht, es schön ist, soll aussehen wie ein Tannenbaum. Und jetzt hatte ich ja noch diese Puschel von vorhin, ist auch wieder spontan gewesen. Die kann man draufkleben und dann sieht das so aus wie Christbaumkugeln. Ihr könnt zum Beispiel aber auch buntes Papier nehmen oder halt Konfetti oder vielleicht sogar auch echte Mini-Weihnachtskugeln. Und jetzt ist das für einen Teeliebhaber doch ein tolles Geschenk, wenn man warmen Tee trinkt und den von so einem Teetannenbaum abmachen kann. Hier vorbei ist, wollte ich noch schnell was sagen. Und zwar, wenn ihr etwas davon nachmacht, dann freue ich mich immer tierisch. Und wenn ich das dann sehen kann, umso besser. Also, wenn ihr das vielleicht bei Instagram mit so einem Hashtag hochladet, den haben wir mal ins Leben gerufen, der heißt DIY and Fairy Tales, dann können Carina und ich das sehen und uns freuen und auch liken und so. Und ich finde das immer ganz toll, wenn jemand etwas nachmacht, das erwärmt mein Herz. Ja, okay, auf jeden Fall wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!